Industrie 4.0 wird die Lebensmittelindustrie verändern. Wir haben eine Forschungsanlage entwickelt, welche die Technologie von morgen schon heute möglich macht. Bei der Anlage handelt es sich um eine kontinuierliche Maischanlage. Maischen ist ein klassischer Prozess aus der Bierbereitung und üblicherweise chargeweise. Durch die kontinuierliche Prozessführung wird dabei eine höhere Raumzeitausbeute bei geringeren Energiekosten erreicht. Das Maischen an sich ist ein sehr komplexer Prozess, da der Rohstoff Malz biologischen Ursprungs ist und somit natürlichen Variationen unterliegt. Die Prozessregelung muss daher sehr flexibel sein, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen. Dies erreichen wir mit einer Echtzeitqualitätssicherung basierend auf Industrie 4.0. Mit dem Ansatz, das Labor muss in die Leitung, kann durch die Verwendung von bereits vorhandenen Maschinendaten und Integration neuer datenintensiver Sensoren, zum Beispiel auf Basis der Infrarotspektroskopie, die Qualität inline und in Echtzeit bestimmt werden. Somit können Abweichungen von der geforderten Qualität frühzeitig erkannt werden. Mit dieser Anlage ist es uns möglich, die Maschinendaten sowie die Sensordaten zeitsynchron und selektiv zu sammeln und an einen Rechner oder in die Cloud zur Verarbeitung zu schicken. Mit dieser externen Rechenleistung ist es uns dann möglich, komplexe Algorithmen oder maschinelle Lernverfahren zu nutzen, um die Daten auszuwerten und zurück an die Anlage zu senden. Die Anlage kann dann auf diese Daten reagieren, sodass diese gesteuert werden kann.